Willkommen zurück in Entschraudet. Letztes Mal haben wir ja eine Alchemiestation und Gerbereistation bekommen. Heute machen wir dann weiter. Hier haben wir drei in einer Linie. Fangen wir damit am besten an. Und springen da erstmal runter. So, 400 Meter, 300, 300. Da müssen wir hin. Aber hier ist ein Wolf. Alle tot. So, gucken, gibt es hier irgendwas Schönes? Kahn und Stein. Ja, geil. So. Okay, was zum... Ja, noch kleineres Fragezeichen ging wohl nicht. So, jetzt machen wir das da. Der hier in der Nähe. Hinter dem Berg. Das Fragezeichen ist, ist bestimmt im Miasma-Wort. Immer. Macht seinen Gleiter einfach aus und find da ja auch witzig. Müssen wir uns mal einen Snake reinziehen? Ah, welche hast du? So. Ach, cool, die ist ja nicht mal ganz unten. So. War ja einfach. Aber kommen wir jetzt hier auch wieder raus, ist die Frage. Hat funktioniert. So. Da haben wir dann noch eine Miasma-Wurzel. Machen jetzt den Schrein, sonst vergessen wir den einfach. Und dann holen wir uns erstmal den Eimer nach da. Also bestimmt da oben drauf. Oder? Ja, 100 Meter noch. Also die Schreine sind versteckt bis zum Abwinken. Ah. Echt auf diesem Berg da. Es wird wieder immer im Ernst. Also. Das ist nicht ernst gemeint von denen. Großteilig spielst du es einfach nachts.
Ja, sammelt er so auch ein? Mann, Mann, Mann. Also wieder die Nacht überspringen. Na, warte, dann können wir auch direkt das hier noch machen. Nicht in dem, sondern dahinter. Weil wenn wir sie zerstören, die Miasma-Wurzel, können wir uns ja auch raus teleportieren, also. Hallo erstmal. Oh ja, okay. Ja, jetzt läuft er mir nach. Ich gehe kaputt. Also mit einem Boss habe ich jetzt hier unten nicht gerechnet. Wo stellen wir uns hin? Können wir mal unseren Feuerzauber auspacken. Und tot. Hat irgendeiner auf uns geschossen? Ah, da hinten. So. Der Große hängt da noch. Genau da. Ist die Sache, wenn wir jetzt hier runtergehen, ne? Kommt er denn hier um die Ecke? Nein, kommt er nicht. Oh, doch, kommt er. Ja, wo ist er hin? Steht er da wieder oder was? Von mir aus. So. Da lebt immer noch irgendwas. Danke. Da, 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 da. Oh, da ist ja noch was. Ja, wo fickst du? Ja, ganz flink zu Fuß. Auch noch einer. Also der Feuerzauber ist gut. Wesentlich besser wie dieser Eiszauber. So, hätten wir jetzt mal die Güte, das Ding hier zu fällen. Dankeschön. Sieht man hier auch mal was? Na, guck, aus diesem blöden Krater kommt sie nie wieder raus. Kiste. Naja. So, da hinten können wir noch ein bisschen plündern. Und ordnen wir uns das wieder raus. Staubgrube. Dort oben. Ja, die können wir uns jetzt auch noch kurz angucken, was das für eine Grube ist, also welche Materialien wir da bekommen würden. Aber da sie eben erstmal ist, werden wir die eh nicht benutzen. Oh, Käfer, ich hasse sie. Jetzt, wo kommt der denn her? Das Ding geht davon nicht mal kaputt, ey. Ah ja, jetzt auf einmal.
Ah, soll ich da? Ja, das sind einfach nur Gegner, ist auch. Naja. Kann ja nicht wichtig sein. Da gibt es den Eimer nach. Ja, dann fliegen wir da einfach hin. Denken wir uns den Eimer nach, haben wir jetzt auch einen Skillpunkt bekommen. Yay. Gucken, was wir da machen müssen mit dem Eimer nach. So, einmal Waffe wechseln. Ach ja, es ist ja nachts, das war ja, da war ja was. So. Was zeigt er eigentlich an? Was da hier ist. Ah, guck mal da auf die Insel. Einfach mal entspannt hingleiten. Haben wir die Miasma-Wurzel da unten rechts? Nein, haben wir nicht. Und da dann da hinspringen können? Stimmt, oder? Holen wir uns hier auch noch. Gehen wir noch einen Skillpunkt. Da. Direkt geplündert. Nicht, aber sollte hier nicht. Ja, ich habe chronische Unlust gegen die alle zu kämpfen. So. Was sagt er uns denn an? 74 Meter angeblich. Ja, wieder irgendwas lesen. Da unten, das sollen wir lesen. Ja, war ja klar. Ja, super, von wo hat's? Ach, da. Krass runtergefallen. Oh ne, da ist ein Grüner. Da habe ich gar keinen Nerv drauf. Lass mich mal weg hier. Ah, cool. So, wo ist der Grüne? Da hinten backt er. Gut. Sind nämlich sau stark. Selbst der Feuerzauber tötet ihn nicht sofort. Hallo. Danke für deine Mühen. So, dann lesen wir jetzt die Nachricht. So. Hey, wir waren richtig. Hier. Oh ja, ich habe keinen Bock auf die. Okay. Die Castzeit von dem Zauber ist ein bisschen heftig lang. Oh nein. Der Treppe. Doch, wir müssen hier hin. Heißt ja auch Plünderer Arena, also mal mehr.
Ich werde sowas von nicht da unten reinspringen. Ich habe an irgendwas Schaden gemacht. Mit der Mauer. Ah, hier. Boah. Eine Brutmutter. Ja, weil er war tot. Boah, Alter, wo kommt er her? Ist der hier aufs Dach gekommen? Verarschen? Irgendeiner schießt auf mich. Ja, wo ist er denn hin? Ach, da steht er. Bin ich tot? Irgendwo hat doch einer auf mich geschossen. Man hat es auch gehört. Irgendein Bogenschild. Ja. Da. Da unten sind auch welche. Einer? Guck mal, der andere kommt freiwillig. Aha. Okay, was geht denn jetzt ab? Kommt da hoch? Oh. Sehr freundlich von ihm. Ja, Beine gebrochen. Immer nach der Pflanzen und Setzlinge. Dafür, dass wir die Pflanzen schon die ganze Zeit zu Setzlingen machen können. Dann gibt der einmal noch null Sinn. Was ist denn das jetzt? Oh geil, wir schießen gegen die Tür. Gelten als zu Objekte. Jetzt will ich auch noch Wölfe töten. So. Ja, geh doch mal. So. Haben wir es jetzt? So, haben wir. Ja, genau. Siehst du den Elixierbrunnen? Ja. Hin. Gucken. Geil, runtergefallen. Hier ist ein Turm. Vielleicht kommen wir da hoch. Da ist eine Treppe. So. Reicht das schon? Da hinten ist er. Reicht nicht. Oh nee, hier wieder dieses dümmliche Schwingen. Oh, da kommen wir hoch. Vielleicht reicht das von hier oben. Ah, hier ist eine Kiste. Und da wollen wir hin. In diesem Elixierbrunnen. Einmal bitte, danke. Sollten wir schaffen, oder? Ist ja gar kein Problem. Und dann kriegt die Bäuerin ihren komischen Eimer nach, der für nichts zu gebrauchen ist. Denn dort unten, sag bloß. Da hinten ist er. Ja. Oh, nee, Kacke, Boss.
Oh nee, was? Hey, der ist hier hochgekommen. Die Eva. Da ist noch eine Grenze. Gut, gut. Guck mal, haben wir auch gleich ein paar Miasma-Säcke. Immerhin bin ich diesmal nicht in diese rote Pampe gefallen. So. So. Plündern, danke. Ah. Wieder ein Skillpunkt, weil wir das noch nicht hatten. Die können wir erstmal. Da sieht es ja auch fantastisch aus. Das ist der Qualm. Die Sache gibt es hier eine Kiste. Also man würde von da reinkommen. Bestimmt hier lang, wa? Nee. Ah, das ist einfach nur Tageslicht. In welchem Biom sind wir? Oh nee. Zinn. Okay. Also hier unten würde es dann auch Zinn geben. Ja gut. Gibt halt hier. Wenn, gibt es irgendwo eine Kiste, aber naja. So, jetzt kommt hier ein Eimer noch. Einmal reparieren, danke. Eimer nach, genau. La, was will er noch? Fauler Zauber, la, aha. So, wenn mir meine Himmelleiter. Und ja, hier ist noch nicht fertig eingerichtet, aber die Einrichtung, Gegenstände dafür, die Sachen zu sammeln, dauert wesentlich länger als alle Materialien für das Gebäude. So, fest abgeschlossen. Dann haben wir jetzt. Da blinkt es noch dumm. Da ist eine Miasma-Wurzel. Da ist auch eine. Können wir mal gucken hier. Herz aus Eisen. Ist eine blaue Quest. Standort von Obelisk. Der Schmied. Abnerfluch. Was hier ist denn so? Also da. Eine ältere Quest. Aber wo ist das jetzt mit diesen Obelisken? Da, guck mal, da hätten wir zwei. Taverne von Emily Frey und Obelisken. Dann machen wir das noch schnell. Noch ein bisschen Zeit. Sollte eigentlich noch drin sein. Obelisk, Obelisk. Fällt mir ein, zum Flamme aufwerten brauchen wir noch 20 von den Dingern hier. Die hole ich uns jetzt noch schnell.
Wenn das nicht so lange dauert. Dann können wir unsere Flammenstufe aufwerten. Haben wir wieder eine Minute mehr Zeit im Miasma. Und ein bisschen rotes Miasma verwandelt sich dann wieder zu blauen. Außerdem können wir aus den fossilen Knochen auch Knochenstaub machen beim Alchemisten. Wo wir auch schon die normalen Knochen reinwerfen konnten für Knochenmehl. Brauchen wir zum Anbauen, um Setzlinge zu erhalten bei einigen Sachen. So, reicht das? 22, ich glaube. Also, wo ist der Obelisk? Ah. Sehr präzise, du. Irgendwo hier so. Ich nicht da oben. Und für sich leuchten die ja rot. Da lang? Ja. Stimmt, da oben drauf. Aber wie komme ich? Die Brücke dahin? Weiß nicht. Stimmt, oder? Wir müssen doch bestimmt da hoch. Weil hier leuchtet jetzt nichts. Oh, da ist ein Ort. Rosenmuschelbau. Hm. Direkt erstmal markieren. Nee, ja. Sommer. Ich will ja kein. Oh. Ressourcen. Pflanzen sind von mir aus grün. Hier unten drin gibt es nämlich. Oh. Super viele Pflanzen. Kann man alles ernten? Was ist das denn? Klette, oh, guck mal, die haben wir noch gar nicht. Wir haben eine neue Pflanze gefunden. Hier gibt es auch was zum Lesen. Super, ich habe natürlich ein Unkraut mitgenommen. So. Ja, das ist von dieser Emily Fway, aber der Taverne ist doch da hinten. Also eigentlich gibt es hier auch noch einen zweiten Raum, oder nicht? So. Ding, alles einsammeln. Safran, so viel Safran auf einem Haufen. So. Und mal gucken, was wir mit dieser Klette machen können. So, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Aus der Treppe. Ganz einfach. Aber das ist nicht der Obelisk. Also hier in der Nähe. Das. Aber auch. Ist das dann vielleicht hier oben drauf? Das ist ja seltsam. Warte mal, ist das richtig? Dann würden wir meinen. Ja, och. Manchmal will er nicht weiterlaufen, keine Ahnung. Schwefel.
Wo versteckt sich der Obelisk? Im tödlichen Meer? Erstmal, was war das jetzt? Was war denn das für eine komische Höhle? Oh mein Ernst, jetzt sind wir auf der anderen Seite von diesem Berg. Hier wollten wir überhaupt nicht. Ich finde den Obelisken. Ist da oben drauf, ey, ganz bestimmt. Wie kommen wir da hoch? Mensch, lauf doch mal hier hoch. So. Was da ist ein Blümchen. Ist da hinten oben, oder nicht? Ah. Da drüben. Also müssen wir auf diese Brücke. Was kommt man da hin? Ich habe ihn gefunden, er ist über uns. Egal, ob der Rucksack voll ist, der soll es einfach nur nach oben buddeln. Alter, spring doch halt. Ich komme da hoch. Man sieht gar nichts. Ah, da ist er. Ja, irgendwie war zu dieser Brücke gekommen wären, aber egal. Und so, haben wir das auch. 6 neue Marker, super. Und da ist die Taviane. Gucken, ist hier irgendwas Sinnvolles? Zack, ah, ja, da war ja was. Ganzen Fass. Löschen. Kammelschuhe. Löschen. Legen. Legen. Guck mal, schon haben wir Platz. Nee, ja. Sammeln das auch ein. Chemischer Grundstoff. Papier. So. Wo ist das mit Emily Frey? Rechts von uns. So. Hinter diesem Berg? Auf dem Berg? Keine Ahnung. Unten?
Sie hier oder was? Die geben ein bisschen Fleisch. So, also suche die Nachricht, da hinten ist er. Guck mal, noch zwei. Richtig gut, dass die Flamme AOE-Schaden macht. So. Ach, da ist noch einer. So. Haben wir das auch gelegt? Weiter war da noch einer? Nein. Noch irgendwo eine Nachricht. Nein. Sieht nicht so aus, war nur die eine Nachricht, wie es scheint. Komm, muss ja nicht alleine hier leben. Ja. War hier echt in der Höhle. Haben wir das beides auch? Ja, da ist jetzt ein Fragezeichen, aber hier ist rotes Miasma noch. Und Fragezeichen sind meistens ja Wurzeln. Hier wäre auch eine. Gucken wir, weil da war doch auch in der Nähe rotes Miasma. Weil dann machen wir die nämlich noch nicht, weil so, naja gut, fallen wir einfach tot um. Warte, wo ist denn die jetzt? Noch mal ein Marker. Jetzt die Sache, ist die da oder ist die da? Wenn die in dem hellen Fleck ist, ist das okay. Ist die rechts in dem Fleck, machen wir das nicht, weil das tödlich ist mir erstmal. Schimmert nämlich rot. Na, guck mal, hier ist eine Höhle. Wie? Hä, was? Nein. Oh, jetzt hat er irgendwie ein Kackjülich genommen. Voll die Verschwendung. Die ganze Zeit irgendein Tier, wer ist das? Ding da. Nehme dieses Öhrlicht an. Hier ist echt sonst gar nichts, so. Man da hochklettern wegen einer Kiste oder so? Wenn nicht so. Hier vielleicht. Nö, hier ist absolut gar nichts. Oh, nee. Schön, na ja. Scheiß auf das Fleisch. Ja, gut. Haben wir ein paar Miasma-Wurzeln, ein paar Skillpunkte. Ist auch eine. Hier ist auch eine. Also hier sind aber viele. Können ja dann nochmal dann nächste Folge das hier machen. Eine alte Quest. Vielleicht gibt die dann hier neue. Sonst haben wir hier noch das von dem Schmied. Ja, hier im Jasmerwurzeln. Ja, Schmied. Na gut, es kann auch sein, dass wir die hier machen müssen. Dass eine blaue ist. Und dann erst neue kriegen, aber mit dem Ausrufezeichen sind diese beiden. Und hier sind noch zwei offen bei den Test der Fähigkeiten. Bei der älteren Quest hier oben. Hier.
Da sind noch zwei Punkte offen, dann sollten wir die wohl als erstes machen. Gut, dann machen wir das als nächstes. Heute haben wir den Almanach bekommen. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.